In der Londoner Wembley Arena gab sich der Klitschko-Bezwinger keine Blöße und schickte seinen bulgarischen Kontrahenten früh auf die Bretter. Joshua hofft nun auf einen Vereinigungskampf. Box-Superstar Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite gewann am Samstagabend in London gegen den von Uli Wegner trainierten Bulgaren Kubrat Pulev durch K.O. in der 9. Runde und verteidigte seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich. Vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena nutzte der 39-jährige Pulev auch seine zweite WM-Chance nach dem verlorenen Duell mit Wladimir Klitschko 2014 nicht. Damit ist von Seiten Joshuas der Weg für einen Vereinigungskampf mit WBC-Weltmeister Tyson Fury frei. Ob der Fight der beiden Engländer im kommenden Jahr wirklich zustande kommt, ist jedoch offen. Zuletzt hatte die Joshua-Partei Fury immer wieder vorgeworfen, sich vor dem Duell zu drücken. Gegen Pulev hatte Joshuas Promoter Eddie Hearn einen K.O. innerhalb der ersten 6 Runden Prophezeit. Sein Schützling begann zunächst verhalten, zeigte dann in der 3. Runde sein ganzes Repertoire. Pulev ging zweimal zu Boden und stand kurz vor dem K.O. Doch Pulev erholte sich, entschied die 6. Runde sogar für sich. In der 9. Runde kam Joshua zunächst mit seinem rechten Haken durch, beendete den Kampf dann mit einer harten Geraden.